Okay, und da sind wir wieder. Mit Versuch, keine Ahnung wie viel. Aua. In der Hoffnung, diese Mission doch noch irgendwie zu bekommen, zu schaffen, ohne dass ich hier komplett, eskalieren muss. Und ja, ich nehme wirklich Guba mit. Auch wenn ich eigentlich nicht so der größte Fan von... von ihm bin. Ich habe momentan einfach keine andere Wahl. Ach Mann! Geh da runter, Mädel! Ach Gott, diese Barriere ist so kacke. Ja komm, hau. Ja, den Schlag hättest du schon viel früher machen sollen. So. Ach, du willst mich doch verarschen. Ah. Ja. Könntest du jetzt mal endlich deine Animation da beenden und draufhauen? Ah, immer noch nicht tot, der Blödmann, oder wie? Ich krieg die Krise, ey. Was euch angeht, mache ich jetzt den kürzesten aller Prozesse. Ich sagte... Na, super. Ja. Oh, ich könnte... Ach du je. More speed. So. Was zum... Crush. Egal. Ja, damit zum... Oh, ich weiß nicht mehr. Vierten Versuch, glaube ich, ist das jetzt. Diese Challenge hier irgendwie zu schaffen. Ach, könntest du jetzt mal... Sehr gut. Ne, wirklich sehr gut. Das ist die bisher... bisher der beste Run, den ich... Ach, Mann! Yes. Ah. Geht's.
Das Blöde ist nur, ich brauche hier... Naja. Ich brauche hier wirklich jeden einzelnen Charakter von denen. Und wenn nur auch nur einer von denen stirbt... die einzige, die ich vielleicht irgendwie, entbehren kann, wäre Noelle. Oh. Ach Mann! Ja, damit war's das. Moment. Oh. Bin ich das war jetzt eigentlich eher dumm, oder? Ja, das war eher dumm. Ich hätte, glaube ich, Benny. Obwohl. Nee, eigentlich. Oh, wo bist du? Ach, wieso hat Govan bitte einen Cooldown momentan an? Und wieso ist sein Feuer so nie mickrig? Och nö. Damit... Ja. Mist. Ah! Ja. More speed. I condemn you. Ja. Okay. Ich glaube, das ist wieder ein guter Run. Entschuldigt, dass ich die erste Zeit nichts gesagt habe, aber ich mach... Och, Mann, wieso bist du immer noch nass, mein... Also, der... Die Sache ist die, ich mach diesen Run jetzt hier schon keine Ahnung wie oft. Oder, nicht diesen Run. Diesen Kampf. Und... Die Sache ist ganz einfach die, oh, Mist. Der ist tot. Der ist beinahe tot. So. Benny! Yeah! Oh, geil. Und komm! Och, Mann! Und ich kann euch direkt sagen, eine Minute noch. Boah, ich hatte noch nie so einen guten Run. Zwei Tote, das habe ich schon mal geschafft. Aber... Oh ja.
Ja! Ja, komm! 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 Das wird jetzt das letzte Mal wahrscheinlich... Das erste und einzige Mal wahrscheinlich sein, dass wir dich in Aktion sehen, Xianling. Boah! Du hast es geschafft! Und verdammt, diesmal ist mir sogar keiner gestorben. Oh! Boah! Ich mach das hier gerade am Morgen des 15. Also, ist noch nicht der Kampf gegen die zwei Ruinenwächter gekommen. Und dieser Kampf halt schon noch gar nicht. Trotzdem, ich hab mal GameFan95 gefragt, was er meinte, was ich, denn jetzt bei diesem Kampf machen solle. Also, ich habe ihm gesagt, ich habe einen Kampf, bei dem ich deutlich zu schwach bin. Und, ja, was soll ich machen? Endlich mal hochleveln oder... Ja. Wieso ist das? Wegen dem Wasser? Keine Ahnung. Ja, super, wie soll ich... Wie soll ich den denn bitte so, kaputt machen? Ihr Spaßvögel. Und ich hatte mir so gedacht, eventuell geht das doch auch mit Goba, weil, also, weil Xianling ist ja... Nö. Der will aus irgendeinem Grund nicht. Der ist sofort weg. Hm. Bei Goba, der kann ja dauerhafter Feuer spammen als Bennett. Ich habe nicht gewusst, dass der aber so viel schwächeres Feuer raushaut als Bennett. Gegen die... Na komm. So. More speed. Gegen die Schilde der Eiszauberer. Aber es hat ja trotzdem. Shoot, I can't afford any more bandages. Let's light it up. Aber es hat ja jetzt letztendlich doch funktioniert. Und ich war mir halt sicher, das Feuerrad von Xianling würde auch noch richtig groß helfen. Wo wir jetzt aber schon davon reden. Ja, ich werde euch natürlich gleich zeigen, wie... More speed. Ach komm. Wie ich sie gelevelt habe, denn natürlich ist sie nicht auf Level 1 geblieben und sie hat auch nicht die Level 1 Lanze, mit denen die ganz normal kommen. Ne? Also das wäre ja bisschen bekloppt. So, was ist mit dir? Willst du immer noch... More speed. Also irgendeinem Grund ist der jetzt gerade buggy. Na, supi.
Bitte sagt mir, dass da von euch irgendeiner gerespawnt ist. Nein. Natürlich nicht. Ach, komm. Jetzt respawnt gerade nur der. Mal mit einem anderen Charakter. Nö. Der ist sofort weg, warum auch immer. Nice and spicy. Nö. Off we go. Ach, das ist jetzt... Das ist doof. Ach so, ja, das ist der tragbare Dings. Ja, der tragbare Dings, der tragbare Teleporter. Weil ich hab mich halt bei jedem, nach eigentlich jedem Kampf, ganz schnell zum, zur Dings, zur Statue teleportiert und wollte nicht immer direkt die ganze Strecke zurücklaufen. Weil ist ja auch schon immer ein bisschen. Oh, der merkwürdige Helikool. More speed. Oder? Nee, ist er nicht. Right. Nö. Die anderen halten nicht so lang, oder? Also alles, was ich jetzt finde, finden würde. More speed. Ja, supi. Ja, dann probieren wir mal mit Neuladen, ob das dann funktioniert. Nö, sofort weg. Ach, das ist doch... Das ist nicht fair. Wie soll ich das denn jetzt machen? Also, da ist einer. Ja, der ist nie und nimmer, hält der lang genug. Right. More speed. Nee. Oder? Nein. Nein. So lang hält der nicht. Ach man, warum ist das jetzt? Ah, jetzt geht's. Nein, endlich. So, können wir das endlich starten? Die Barrieren, die jetzt hier sind, weghauen. Und den Sturm oben beenden. So. Genau. Na jetzt kann ich mir auch mal beruhigt die Zeit nehmen, euch Tianling vorzustellen. Also, als Waffe habe ich dir ihr eine Hellebarde gegeben. Moment. Können wir mal kurz schauen. Sie hatte zuvor halt die Anfängerlanze, dass sie mit der nichts gerissen hätte, ist ja klar. Die weiße Quaste, ja, erhöht zwar den Schaden, oder den verursachten Schaden mit Standardangriffen, aber das
mattert erst so wirklich, wenn man halt Verfeinerungsgrad 5 hat, meiner Meinung nach. Und für Qianling geht man lieber auf Angriff, weil kritische Treffer, das ist eher was für Rosaria, wenn man die hat und spielt. Weil Rosaria geht ja komplett auf kritische Treffer. Also ähnlich wie Euler, nur bei ihr wird wirklich die kritischen Treffer verbessert und nicht der kritische Schaden. Aber ja gut, dann sind die kritischen, ist der kritische Schaden zwar etwas geringer als bei den meisten anderen Charakteren, die auf sowas gehen, aber dafür macht sie deutlich häufiger kritische Treffer als zum Beispiel Euler, die ja auch darauf geht. Naja, die schwarze Quaste ist eigentlich nur gegen Schleime gut. Aber ich sag mal so, wenn man nichts Besseres hat, dann kann man die natürlich benutzen. Oder wenn man weiß, man kämpft nur gegen Schleime und die auf Verfeinerungsgrad 5 hat, dann ist die, glaube ich, der zugefügte Schaden um 200% größer. Dann ist die teilweise sogar besser als eine 5-Sterne-Waffe. Wenn man halt weiß, dass man wirklich nur gegen Schleime antreten muss, zum Beispiel in irgendeiner Sphäre oder so, dann kann die wirklich gut sein. Aber ihr seht auch schon, die weiße Quaste hat einen besseren Basisangriff als die schwarze. Und die helle Bade hat eigentlich einen von 40. Und die habe ich halt auf Stufe 50 hochgeknallt. Verfeinerungsgrad 2. Ist dafür allerdings, ja, hat einen ähnlichen Effekt wie die weiße Quaste, allerdings nicht ganz so gut, weil das ist, ja, der Schaden ist insgesamt höher, der beginnt, lasst mich nicht lügen, bei 160% Angriff, aber er hat halt 10 Sekunden Abklingzeit. Die weiße Quaste ist da, ja, macht diesen Schaden halt dauerhaft. Dafür wird hier der Angriff geboostet. Und für Qianling ist das so, dass ihr gesamter, ihr Feuerschaden vor allem auf zwei Dingen fußt. Natürlich einmal die Elementarkunde, wie bei allem, was halt Elemente angeht. Und das zweite ist eben der Angriff. Also je höher der Angriff, desto mehr Schaden macht sie mit dem Feuer. Daher recht hoher Angriff für eine Dings-Nutzerin. Stangenwaffen-Nutzerin. Und als Sets habe ich ihr halt einen Verbannter gegeben für eine verbesserte Aufladerate, damit ich schneller an Goba komme und auch das Feuerrad rausbekomme. Und die Elementarkunde von Ausbilder ist halt einfach grandios. Ne? Und auch die Zuversicht des Gladiators habe ich hier nur für die Elementarkunde genommen. Wobei man hier auch sagen muss, der Angriff plus 12, das ist richtig nice. Kritischer Treffer, kritischer Schaden. Diese Boosts sind auch super nice. Muss ich mal schauen. Eventuell kann da ja was Euler von bekommen. Oh, ich glaube, das kann ich durchaus Euler geben nachher. Naja. Dann die Ausbilder-Teetasse. Muss ich das erklären? Also, ja, der Kampfkünstler Weinkelch auf plus 8 verbessert wäre besser, aber den hatte ich ja schon Bennett gegeben. Haarreif des Verbannten einfach für die Elementarkunde und eben Verbannter. Und ja, hier auch einfach für Angriff, Aufladerate. Und hier wollte ich einfach nur ein Ausbilderset mit recht guten
Second Stats, weil die Leben waren mir recht egal. Ja. Nicht unbedingt. Eigentlich kein gutes Bild für Tianling, aber ich habe dir einfach ganz schnell was zusammengewurstelt, damit ich halt sie benutzen kann. Und das war mir. Ja, das war mir dann erstmal. Ups. Erstmal genug. Ah, ich krieg die. Genau, dieser F. Ja, das Uni-Banner ist momentan draußen. Mit Arataki Ito und Goru. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Probelaufzeit mal wieder, ne? Lang ist's her. Also der Held von Hanamisaka, Arataki Ito und der Hundekrieger Goru. Oh, ebenfalls ein Bogennutzer. Und ich glaube momentan im Standardbanner nicht erhältlich, aber ich denke mal, ähnlich wie bei Kujusara wird der einfach bei 2.4 auch im Standardbanner erhältlich sein. Die Sache ist die, Kujusara war damals im Rain Shogun Banner, ist die mit rausgekommen. Ich sag's gleich weiter. Wenn einige Standardangriffe von Arataki Ito gegnerische Ziele treffen, erhält Ito selbst Stapelung des Effekts Superstarke Superkraft. Oh je. Den Effekt werde ich ganz sicher nicht die ganze Zeit so sagen. Wenn der Effekt aktiviert ist, kann Arataki Ito beim Gedrückthalten des Standardangriffs einen besonders heftigen Schlag ausführen. Arataki Itos Elementarfähigkeit kann Geo-Flächenschaden verursachen und zugleich Ushi, einen jungen Akaushi-Bullen und ein loses Mitglied der Arataki-Bande beschwören, der Gegner in der Umgebung fortlaufend verspottet. Also ein besserer Graf von Hoppel von Amber? Oder wie? Nach Auslösen der Spezialfähigkeit verwandelt sich Arataki Ito für eine gewisse Zeit in den wütenden Oni-König, wobei er mit seinen Angriffen Geoschaden verursacht, seine Standardangriffsgeschwindigkeit leicht erhöht und sein Angriff basierend auf seiner eigenen Verteidigung erhöht wird. Okay! Also so ähnlich wie bei Noelle, bloß, ja, 5-Sterne mäßig halt noch etwas besser, aber nicht in Kombination mit bei Noel mit Brustpanzer. Also kein. Er heilt sich halt nicht. Und ja, er ist ein Oni. Ich muss aber sagen, cooles Design hat er ja. Ach so, der kann keinen fortlaufenden Angriff machen. Okay. Dieses Pad sieht maximal bescheuert aus. Tut mir leid, das kann ich nicht anders sagen. Okay, schauen wir uns mal an. Oh, riesige Verteidigungskraft, ne? Ja. Also von Werten her erinnert er sehr an Noelle. Wobei Noelle, glaube ich, noch etwas. Okay, wertemäßig ist er unter Noelle. Also die LP, die sind jetzt nicht so ein großer Unterschied. Der Angriff ist auch beinahe identisch. Aber die Verteidigung, das sind 170 Unterschied, was bei den beiden durchaus ordentlicher Unterschied ist, ne? Und Jung, du hast eine 5-Sterne-Waffe. Eine ziemlich gute 5-Sterne-Waffe, by the way. Während sie weißer Schatten hat. Und. Ja,
Ja, okay, die beiden machen sich nicht so viel, aber trotzdem. Ah, das ist Schale der üppigen Träume erhöht die Verteilung um 30% und Razor, kannst du mir das bitte mal zusammenfassen? Wer hat diesen Text geschrieben? Fischl? Ah, oh, nee. Was hast du? Ins Herz geschlossenes Mädchen. Ah. Richtig guter Heilungsset, aber nicht wirklich ein gutes Set eigentlich für Noel. Also, allein dieser Bonus, der erste Bonus, ist eine Verteilung 606. Okay. Ja, doch, sie hat den höheren Verteilungsbonus. Aber nee, von Leben machen die sich echt nicht viel. Das ist hauptsächlich die Artefakte. Aber der Angriff ist halt auch gar kein Unterschied. Okay. Hör gut, obwohl, bringt ja. Also. Schleudert Uschi einen jungen Akaushi-Bullen, bla 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 bla. Eine Stapelung. Okay. Beständigkeit, ja, gibt. Von Aratakis maximalen LP. Ich hoffe, das ist der Grund, warum er nicht bei den LP so besonders gut ist. Naja. Flipper auf. Ja. Okay. Geo-Objekt. Erhaltene LP. Okay. Ja, also da müsste man schon die Abklingzeit ordentlich runterhauen. Oder ihm sowas wie weißer Schatten geben, damit das mattert. By the way, warum haben sie dem eigentlich zwei Heiler gegeben? Das hört sich nicht so gut an, ehrlich gesagt. Ja. Erhöht ihr, ja. Verleiht selbst beim Treffen auf den Gegner den Angriff vor. Okay. Verringert Arataki Itos Widerstand gegen alle. Oh. Oh. Autsch. 20% weniger Verteidigung. Au. Das tut weh. Angriffsbonus von 92,2% der Verteidigung. 10% schnellerer Angriff. Sag mal, wie viel gibst du? Angriffsbonus von 64% der Verteidigung. Aha. 15 Sekunden. 11 Sekunden. Okay. Ja, wir werden nachher sehen, wie gut das ist. Mit Arataki Kisagiri wird folgende Effekte. Das ist Arataki Kisagiri. Letzte Kombozeit ist. Okay. Ach so, das ist ein heftiger Schlag. Für den er super starke Superkraft benötigt. Okay. Ich lese mir das auch gerade zum ersten Mal durch. Und. Ah, sein normaler. Heftiger Angriff ist der Saichimonji-Hieb, der Ausdauer verbraucht. Okay. Erhöht den Unterbrechungswiderstand und jeder Hieb. Okay. Richtig gut. Erhöht ihn mit. Also, er ist eindeutig ein DPS-Charakter. Allerdings ähnlich. Er soll
gewisser Weise eine bessere Version dann von Noelle sein, wenn ich das so richtig verstehe. Ah, okay. Allerdings ohne Heilung, dafür mehr mit mehr Wumms im Angriff, zumindest als Oni-König. Oder in dem Modus, okay. Er hält beim Sammeln von Holz durch Angriffe auf Burn und eigene Figuren. Okay, mehr Holz. Der Song Ich und mein Holz ist aber... Eieiei. Wie lange ist der jetzt vorbei? 6 Jahre? 7? Ei. Ah, ich werde alt. Vielleicht zwei Stapelungen des Effekts superstarke Superkraft. Okay. Also ihn auf C1 zu bringen ist eigentlich absolut notwendig, ehrlich gesagt. Verkürzt die Abklingzeit nach sein von Oni-König nach dem Auslösen der Fee. Okay, er passt super in reines Geo-Team, wenn man das möchte. Und mit ihm und Noelle hätte man dann schon mal die halbe Miete. Sich dann jetzt noch Goro schnappen. Und wenn man Glück hat, hat man ja noch einen Chongli zum Beispiel. Oder vom letzten Banner ein Albedo. Ja, gut. Dann wäre C2 richtig. Ja. Richtig interessant. Er hört nach dem Ende durch Oni-König entstandenen zustandswütender Oni-König die Verteidigung aller Truppenmitglieder in der Nähe 10 Sekunden lang um 20% und ihren Angriff um 20%. Okay. Das ist gut. Damit kann er halt einfach sein hat er neben DPS-Charakter-Fähigkeiten halt noch eine, ja, sehr solide Support-Fähigkeit. Ich meine, die Verteidigung zu erhöhen ist eigentlich immer nett. Und Angriff ist sowieso super. Ich meine, klar, für Verteidigung erhöhen würde ein zweiter Ito oder eben auch Noelle im Burst, im Special. Nee, Quatsch, Burst. Würden die so am meisten profitieren, eben wegen der Verteidigung? Oder auch Albedo würde da auch sehr profitieren. Aber auch kein anderes Truppenmitglied wird sich über kostenlos 20% Verteidigung mehr beschweren. Ich meine, Euler verbessert ihren Widerstand ja auch selbst, ne? Okay. Und erhöht den kritischen Schaden von heftigen Schlägen von Arataki Ito um 70%. Er verbraucht außerdem bei Anwendung von Arataki Kesagiri mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% keine super starke Superkraft. Okay, das ist ziemlich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das ist also sein... Yep. Ja, komm. Ich werde jetzt nicht hier für ein 1 gegen 1 ein meine beste Fähigkeit zünden. Du kannst aber vergessen. Yeah! Oh, der hat eine Keule, auf die Kaido stolz wäre. Für euch One Piece Fans. Habe ich One Piece Fans hier in meiner... die sich das ansehen? Und falls ja, was macht ihr hier? Verpisst euch. Also ja, ich weiß, ich überziehe wieder, aber... das ist mir gerade sowas von egal. Also wirklich... So, Hundekrieger Goro, den wollen wir natürlich auch ausprobieren.
Gorus Elementarfähigkeit kann Geoflächenschaden verursachen und gemäß der Anzahl an Figuren in der Truppe mit dem Geo-Element einen Wirkungsbereich erschaffen, in dem Figuren Boni erhalten können. Beim Gedrückthalten der Elementarfähigkeit kann der Wirkungsbereich der Fähigkeit angepasst werden. Beim Auslösen der Spezialfähigkeit kann Goro Geo... Ja, und würde es generell... Das Feld der Würde... Bla, bla, bla. Okay. Okay. Fun Fact. Die ersten Genderbender Sachen von ihm gab es von MiHoYo selbst. Also, ja. So. Er ist ein Bogencharakter, daher... Ihr wisst, bei Bogencharakteren bin ich mit der Verteilung deutlich, ja, kann die deutlich geringer ausfallen, aber wir sehen ja schon hier, der hat eine ordentliche Verteidigung. Der Angriff könnte höher sein, aber er ist anscheinend eher der große General der Streitkräfte von Watatsumi, dessen Untergebene ihm voll und ganz vertrauen. Und er ist eine Spielerfigur? Okay, nur ein Favonius Jagdbogen. Ist trotzdem eine gute Waffe. Auch er hat dieses Set. Okay. Und wie viele? 4 Pfeilschüsse. Okay. Kein besonderer Angriff. Inuzuko Allzweckaufstellung, Generalbanner. Verleiht den aktuellen Figuren im Wirkungsbereich gemäß der Anzahl bla. Eine Figur Zähigkeit erhöht die Verteidigung. Also das kriegt man halt immer, ne? Ja. 2 Figuren Unbeirrbarkeit verleiht den obigen Effekt und erhöht den Unterbrechungswiderstand. Nice. Und Trümmer verleiht die obigen Effekte und erhöht den Geoschaden. Das ist richtig nice für jemanden wie Ningguan tatsächlich, die ja eine Geo-DPS-Charakterin ist. Okay. Zu einem Zeitpunkt kann nur ein von Guru selbst erschaffenes Generalbanner existieren. Figuren können nur in die Boni eines einzigen Generalbanners erhalten. Der Effekt innerhalb des Wirkungsbereichs bleibt für Figuren bis 2 Sekunden nach dem Verlassen des Wirkungsbereichs bestehen. Okay. Ja, nice. Fähigkeitsschaden, wenn man das halt aufstellt. Verteidigungsbonus 330. Geil. auch wieder natürlich richtig toll für Noel, Albedo und Ito, wie wir ja eben schon hatten. Und ein Geoschadensbonus von plus 15%, auch immer nice. Und die Dauer ist länger als die Abklingzeit, oder gleich der Abklingzeit. Das heißt, das kann er halt im Grunde dauerhaft haben. Das ist ein wirklich sehr, sehr guter Support, auf jeden Fall. Yuga, vorwärts zum Sieg, zeigt seine Macht als General, verursacht Geoflächenschaden und erstellt ein Feld der Würde des Generals, um seine Kameraden zu ermuntern. Das, okay. Merkmal, das Feld verleiht aktuellen Figuren im Wirkungsbereich gemäß der Anzahl an Figuren in der Truppe mit dem Geo die gleichen Effekte wie das Generalbanner der Elementarfähigkeit und folgt den Bewegungen der aktuellen Figur. Ah, okay, damit wird er also einfach zur... er schafft alle 1,5 Sekunden einen Kristallzusammenbruch, der einen Gegner im Wirkungsbereich Geoflächenschaden zufügt. Zieht alle 1,5 Sekunden einen durch Kristallreaktionen entstehenden Splitter im Wirkungsbereich zur Position der aktuellen Figur.
Zerstört, wenn ein von Guru selbst erschaffenes Generalbanner bei der Anwendung dieser Fähigkeit vorhanden ist, dieses Generalbanner. Es schafft kein Generalbanner, wenn Guru selbst während der Wirkungsdauer von Würdes... Ah, okay. Okay. Das ist ein bisschen doof, weil wenn das halt... Ja, wenn das da ist, dann kann man das überhaupt nicht mehr benutzen. Das ist durchaus ein bisschen doof. Die Dauer ist auch, ja, eine Sekunde kürzer. Das ist schon, ja, es ist schon, mattert schon, ne? Abklingzeit 20 Sekunden, ja. Okay, bei Wind und Regen erhöht die Anwendung von Yuga vorwärts zum Sieg die Verteidigung aller Truppenmitglieder in der Nähe 12 Sekunden lang um 25%. Okay. Nochmal um... Damit diese Fähigkeit überhaupt was wert ist. Erhöht ihn mit folgenden Angriffen von Guru verursachten Schaden basierend auf seiner Verteidigung. Erhöht den Schaden der Fähigkeit... ja. Okay. Unvergessene Dankbarkeit verbessert beides. Gespür für Geglitzer. Ach, die Besonderheiten Inazumas. Das ist immer nett. Ah ja. Verkürzt, wenn aktuelle Figuren außer Guru selbst im Wirkungsbereich von Gurus Generalbanner oder Würde des Generals Gegnern Schaden zufügen, die Abklingzeit von Gurus Inazuka Allzweckaufstellung um 2 Sekunden. Okay, das ist geil. Das ist... Ja, das ist nett. Das ist echt nett. Ein Supporter, der sich selbst supporten lassen kann. Verlängert die Wirkungsdauer von Gurus Würde des Generals beim Erhalten von... durch aktuelle Figuren... Okay. Bis zu 3 Sekunden. Das wären dann insgesamt 12 Sekunden. Okay, ja. Nee, hier. Stellt, wenn die Effekte Unbeirrbarkeit oder Trümmer für Würde des Generals aktiv sind, allen aktuellen Figuren im Wirkungsbereich alle 1,5 Sekunden Lebenspunkte in Höhe von 50% von Gurus Verteidigung wieder her. Das ist geil. Also, den auf C4 zu bekommen, das verbessert ihn aber dermaßen gut. Das ist beeindruckend. Ja, okay. Mutiger Hund, treu wie Berg. Erhöht bei Anwendung von den Bannern den kritischen Schaden des Geoschadens aller Truppenmitglieder in der Nähe gemäß der Stufe des Wirkungs... okay. Okay. Richtig gut. Ja, kann ich nix gegen sagen, der... Keep your weapon at the ready. Okay, das einzige Problem eigentlich, was ich mit ihm hätte. ja. Das Problem, was ich mit ihm hätte. Ihr wollt sagen, er ist halt ein Bogennutzer. Das heißt... Da, wo jetzt ein Albedo oder auch ein, oder auch Chongli oder so kämpfen, oder auch Noel, da sollte er sich ja eher nicht hinbegeben. Also er sollte eigentlich so zusammen mit Ningguan kämpfen, irgendwo hinten. Aber das Banner ist so groß, das funktioniert so. Also... Yep. Ja. Aber man merkt... Ich denke, man merkt, er ist ein Support-Charakter. Ja,
Und da sehen wir dann auch. Ja, das Problem bei dieser. Bei dem Banner ist halt einfach, dass er dann mit an die Front muss. Und da muss er dann mindestens C4 sein, damit er sich ausreichend gegenheilen kann. Oder er braucht einen Schildcharakter wie Noel. Ja. Joa. Ich muss aber sagen, wie ich mir das schon gedacht habe, ja. Hätte ich jetzt nicht zuerst Q gedrückt, sondern zuerst E. Ja, schon wieder. Aber ihr habt es, glaube ich, beim ersten Mal gesehen, was Ningguan da für ein Feuerwerk ausgelöst hat und wie viel Schaden das gemacht hat. Also, das konnte ja durchaus mit Arataki Ito mithalten. Und die beiden, und Guru und Ningguan, sind 4-Sterne-Charaktere. Ja klar, sind 2. Keine Frage. Aber, ja, echt nicht schlecht. Sehr schön. Trotzdem, ich muss sagen, für mich wäre nichts. Also, Guru. Arataki Ito, ja, ganz nett zu spielen, aber auch nicht so meins. Nun gut, damit ist genug überzogen. Ich verabschiede mich. Gruß, Xenas Fan.